HV Böker ist ein mittelständischer Familienbetrieb, eine Drahtweberei und Maschinenfabrik, ein Global Player. Weit über 85% unserer Produkte gehen in den internationalen Markt. HV Böker und seine Eigner haben schon länger Beziehungen zum Loyola-Gymnasium im Kosovo. Denn was die da leisten, ist phänomenal. Junge Menschen brauchen Zukunft, das ist unser Motto. Und diese Ausbildungsinitiative ist 2009 gestartet, in der Hoffnung, dass sie damit nachher auch dem eigenen Lande wieder helfen können. Das weiß ich noch ganz genau. Ich war noch in der 8. 9. Klasse, wo wir zum ersten Mal gehört haben, dass einer von unseren Schülern jetzt nach Deutschland gezogen ist und mit einer Ausbildung gestartet ist. Und da hatte ich für das erste Mal auch das Wort Ausbildung gehört. Am Anfang war das eine ganz neue Welt für mich. Wir hatten zwar in Kosovo Firmen, aber die waren auf jeden Fall ganz, ganz kleiner. Und dann plötzlich bei HV Böker, das war schon auf jeden Fall eine richtig gute Erfahrung. Damals mal eine E-Mail geschickt. Wir haben ja jetzt den Produktstrukturmanager, die PSM. Mhm. Daraus erstellen wir in der 200% Konzentrationsliste funktionsorientiert. Auf der anderen Seite haben aber auch die Unternehmen Vorteile. Die Leute, die wir aus dem Kosovo rekrutieren, sind alles top ausgebildete Leute. Die haben neben der Fachsozialkompetenz vor allen Dingen die Sprachkompetenz, die die mitbringen. Das Gymnasium ist dort in der Region das einzige Gymnasium, an dem eine DSD-Prüfung abgelegt werden kann. Dann verbleiben wir so. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Das Erste, wo ich das gemerkt habe, war, als wir das Visum beantragen mussten. Ohne Sprachkenntnisse kann man ja nicht sagen, ich möchte eine Ausbildung in Deutschland machen, weil ja, man muss ja hier ein bisschen Deutsch sprechen oder können, sonst wird das schwierig. Und das Zweite war in meinem Studium. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Adams-Maschine. Das ist das, was ich hauptsächlich zeichne. Das ist jetzt erstmal für die Leute unten in der Halle, damit die einen Überblick haben und ja, sofort sehen, wie viele Teile man da hat. Es ist schon mal gut, dass ich jetzt weiß, dass ich bald mit meinem Studium fertig bin. Jetzt kann ich sagen, ich habe schon langsam angefangen zu planen. Ist auch auf jeden Fall einfacher jetzt und mal schauen. Ach, guck, Lisa, grüße. Also ich hatte seinerzeit den dienstlichen Auftrag, mich um dieses Projekt zu kümmern. Und dann bin ich ganz unbefangen in das Flugzeug eingestiegen, darüber geflogen. Und heute, muss ich sagen, verbinde ich da wirklich Herzblut mit.